Hallo, liebe Schöneicher und Schöneicherinnen, oder umgedreht eigentlich, sagt man ja Schöneicherinnen und Schöneicher. Ja, wir sehen uns jetzt zum dritten Mal und ich bin also ziemlich begeistert, wie viel Schöneicher und Schöneicherinnen, jetzt sage ich schon wieder so rum, aber jetzt ist, sehen Sie mir das nach. Wir haben trotzdem es geschafft, dass also wirklich pro Woche, also in dieser Woche waren es schon über 500, die das geguckt haben, von letzter Woche davor waren es über 1000. Wir haben trotz alledem, wir auch so lang waren letzte Mal, also ich muss mich dafür nochmal entschuldigen. Wir versuchen jetzt etwas kürzer von der Zeit, ein bisschen knackiger. Also ich habe mir jetzt hier einen Wecker hingestellt, dass ich auch sehe, dass ich mich nicht so viel verquatsche. Was mir noch wichtig ist, vielleicht ganz vorneweg, also ihr habt gesehen, ich bin mit der Maske gekommen heute und wir gucken auch hier, dass wir mit den Schutzmaßnahmen halbwegs so zurechtkommen, weil wir wollen die Situation, dass wir hier bald hoffentlich draußen auf dem Platz wieder agieren können und Konzerte draußen machen können, dem nicht im Wege stehen und versuchen, das ein bisschen zu unterstützen. Und deshalb halt die Aufruf auch an alle, die heute hier mitarbeiten. Wir sind eine ganze Menge Menschen, die sich hier verteilt in anderen Räumen aufhalten, die schon vorbereitet sind, heute hier mit aufzutreten. Die uns heute das erste Mal sehen, für uns ist es wichtig, Spaß, Freude, Unterhaltung in dieser so merkwürdigen Zeit unter die Menschen zu bringen. Wir wollen wir sind gegen Rückwärtsgewandtheit, gegen Meckern und alles ist doof, sondern wir wollen gucken, dass man was bringt, was uns Spaß macht und nach vorne bringt. Wir haben uns überlegt, in Schöneiche gibt es unheimlich viele tolle Menschen, interessante Menschen, Künstler, Kulturschaffende, Menschen, die andere tolle Dinge machen und die werden wir hier Stück um Stück vorstellen. Immer wieder und immer wieder neu. Wenn jemand eine Idee hat, einfach sich bei uns melden, auf den Webseiten oder bei Instagram oder Facebook oder bei YouTube einfach in den Kommentar runterschreiben, aber dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. So, auch da sage ich auch nochmal gern dazu, also alle, die hier heute arbeiten und auch die anderen Tage hier mitgearbeitet haben, die dieses tolle Format mit in die Welt tragen, machen das ehrenamtlich. Das finde ich eigentlich ganz toll und finde es auch super, dass alle so mitmachen, ohne dass hier einer sagt, oh nee, ich kann nicht, ich muss nur Geld haben und so. Geld brauchen wir alle irgendwie. Und hier und da, ich überlebe im Moment nur mit Anträgen schreiben, aber ich bin ganz froh, dass ich wenigstens hier und da einen Antrag bekomme. Ja, mir wird schon wieder die Uhr gezeigt, alles klar. So, in der Kürze liegt die Würze oder wie auch immer. Wir wollen heute anfangen mit Musik natürlich und wir haben Musik eigentlich normalerweise aus Schöneicher heute geplant gehabt. Der Kollege musste absagen, weil er sich in einer häuslichen Quarantäne befindet. Aber ich habe Kollegen gefunden, die ich ganz gut kenne und die sind von Umme Ecke. Also es sind Künstler, die nicht aus Schöneiche sind, aber von Umme Ecke. Dazu sagen wir nachher noch ein bisschen was. Und das Interessante ist, die nennen sich, also kurioserweise, also der Schicke und der Dicke. Und ich finde es schon lustig und dazu gibt es nachher, am besten ihr macht erstmal Musik. Du wolltest hier ein bisschen dichter an den Tisch kommen, dass du das hier auch alles lesen kannst, was du spielen musst. Finde, das machst du jetzt und du jetzt am Mikrofon und ich ziehe mich zurück und lass euch jetzt erstmal machen, okay? Okay, fangen wir an mit einem Klassiker von Elvis. Und zwar Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in. For I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes
some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Vielen Dank, danke schön. So, jetzt machen wir mal was Eigenes, ne? Den kannte ja jeder, hoffe ich. Jetzt machen wir mal was Eigenes von unserer Band, nennt sich Forsake. Ist eigentlich normalerweise eine Rockband, wir machen jetzt mal die Ballade, ne? Die obligatorische Ballade unserer Rockband. Ich war zu schnell mit dem Mikro, ha? Und zwar nennt die sich House of Pain, wird auch schon im Radio gespielt, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Los geht's. I can hear your silent whispers when you're laying close to me. I can feel your heart beating close to mine. I can feel there's something left unsaid. Tell me, am I right? Tell me, am I wrong? Tell me about the feelings that have gone. Tell me all about the countless nights you've called my name. No more need to cry, my arms are open wide. I'll be there holding you day and night. Even if your tears fall down like pouring rain in your house of pain, I know your heart was broken. Seems there's nothing left for you. I know the road is long and winding, but there's still something you could do. Tell me, am I right? Tell me, am I wrong? Tell me about the feelings that have gone. Tell me all about the countless nights you've called my name. Tell me, am I right? Tell me, am I wrong? Tell me about the feelings that have gone. Tell me all about the countless nights you've called my name. No more need to cry, my arms are open wide. I'm there holding you day and night. Even if your tears fall down like pouring rain in your house of pain. Even if your tears fall down like pouring rain in your house of pain. Vielen Dank. Ja, das war doch mal ein super Einstieg, finde ich.
Ja, das war der Schicke und der Dicke, aber ihr habt ja richtige Namen, ne? Also, tatsächlich, ja. Ja. Sag doch mal deinen Namen, das wird jetzt spannend. Also, aber ganz. Ja, der wird immer wieder verwechselt. Mein Name ist Michael Kelly im wahren Leben. Ja? Auf der Bühne Michael O'Connor Kelly, einfach um mich ein bisschen abheben zu können von gewissen anderen Personen. Das heißt, ihr seid nicht verwandt. Also nicht so also eng. Ich hab mit Maite kurz mal drüber sprechen können, ja. hinter der Bühne. Wir haben niemanden gefunden, wo wir sagen, das ist ein gemeinsamer Verwandter. Den ihr zusammen kennt, okay. Ich bin ja auch ein schottischer Kelly, kein irischer. Ne? Ach so, da gibt es also auch Unterschiede, ja? Schottische und irische Kellys. Ja, es wird noch kurioser, wenn du in der Geschichte zurückgehst. Meine Uroma, Ureltern, die kamen aus Irland. Da krieg gleich wieder Zeichen, dass wir hier zu lange machen. Also das wird zu schwierig. Aber du bist King Kelly. Nee, ich bin Chuck Norris. Okay, Chuck. Nee. Mein Name ist Axel Zabel. Axel Zabel. Er wird im Radio auch gerne Alex genannt. Alex. Okay, ich denke, das war... Okay, gut, das müsst ihr miteinander nachher ausmachen, das interessiert uns jetzt nicht. Aber so. Aber weißt du, was das Schärfste ist? Na los. Ich trinke super gern Kaffee. Echt? Nur mit Milch und ohne Zucker. Na, das war, glaube ich, die Bestellung jetzt. Also der Kollege ist schon los, also das hat das, glaube ich, angekommen. Ja, aber du hast ja vorhin schon mal bestellt, dann habe ich gesagt, nee, okay, erst arbeiten. Genau. Ne? Also wir sind ja gleich durch, also, aber ein paar Fragen gibt es noch. Also, wir beide sind schon durch. Okay, um eine Ecke heißt in diesem Fall ja doch ein bisschen weiter um eine Ecke. Also das heißt, ihr seid ja noch auf der anderen Seite von Berlin quasi, also so einmal quer durch. Richtig, oder einmal weit rum. Aus dem wunderschönen Falkensee. Genau. Das ist ja. Berliner West Coast sozusagen, Berliner West Coast. Oh, okay. Also wir sind einmal quer durch Berlin gefahren hier. Cool. Und hier auch direkt angekommen, auch pünktlich, also das ist ja, finde ich, freut mich immer sehr, wenn Kollegen und Musiker pünktlich sind, also da finde ich toll. Ich fahre Mercedes, deswegen habe ich eingebaute Vorfahrt, darum ging es so schnell. Okay, also jetzt müssen wir, glaube ich, noch zwei andere Automarken nennen, sonst gibt es Ärger, aber wir sind so ein kleines Format, ich denke mal, den halten wir dann aus. Gut, ihr macht in Falkensee eigentlich so was Ähnliches wie wir hier, kann es sein? Ja, durch Krönchen, ne, wie ich immer schön sage, sind wir gezwungen, als Musiker von der Bühne wegzugehen. Also haben wir beide uns überlegt, in so einer fixen Montagsidee, wir machen auch eine Live-Show, die machen wir auch auf YouTube. Und das ist tatsächlich eher eine Unterhaltungssendung, wo wir auch viel Klamauk mit drin haben und Persiflagen und Pastiches und so weiter und so fort. Aber auch vernünftige Interviews, so wie du es ja jetzt auch machst. Ob das vernünftig wird, werden wir sehen. Wir können ja mal vergleichen nachher. Ja, okay. Was macht ihr sonst zusammen? Ihr macht ja sonst auch Musik. Also nicht nur diese Sendung, sondern ihr macht ja so auch Musik bandmäßig, habe ich schon irgendwas gehört. Wir machen Musik, ja. Ich habe eine eigene Musikschule und arbeite auch als Studiomusiker und als Komponist und so. Und habe auch schon für viele im Studio gespielt, auch für viele Bekannte. Kennst du Toto? Ja. Kennst du Michael Jackson? Nee. Guck mal, für die habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Aber jetzt war ich kurz frustriert. Ja. Nee, wir arbeiten auch an Alben. Die Zeit, die uns jetzt auf der Bühne genommen wird, die nutzen wir mit Vorbereitung für sein Soloalbum, für das Album von der Band. Okay. Ich habe zu Hause ein Studio, schön, in dem ich die Aufnahmen mache. Sag mal, wie hießen die Band gleich? Forsake. Okay. Na, Michael, die kannst du gerne nochmal nennen. Sag's nochmal. Forsake. Forzake. Super. Also da kriegen wir nachher vielleicht nochmal, müssen wir mal sehen, wenn wir das verlinken irgendwo, dass wir mit euch nochmal so einen Link machen und dass wir alle verbunden sind, dass alle das hören können, sehen können und als Fans sich da eintragen können in die Fanlisten. Und naja, Vorbilder. Du hast schon gesagt, Toto, Michael Jackson, sind das so deine Vorbilder oder fielen die Namen nur aus Versehen? Auf keinen Fall. Doch, Toto, Michael Jackson, großartige Musiker, teilweise sogar schon gewesen, aber super, also Vorbilder, ich versuche eigenständig zu sein, was natürlich nicht klappen kann, wenn man Idole hat. Okay, ja, das ist mal eine schöne Antwort, die habe ich nur so noch nicht gehört, aber du hast recht. Eigentlich hast du recht. Das stimmt, ja. Man ist ja nie ganz frei von Einflüssen. Ja, ne? Okay. Manche sind nicht mal frei von Ausflüssen, aber also bist du eigentlich sehr aufgeregt, dass du uns heute hier hast? Nö. Nee? Okay. Nö, eigentlich, also ich habe schon eine Menge Menschen interviewt, also okay. Das ist schon, also nicht schlimm. Aber danke, dass du uns heute da haben darfst. Ja, also ich bin auch, also ich freue mich auch, weil wir haben auch diesmal ein bisschen mehr Spaß dabei, wie ihr merkt. Mhm. Und wir müssen bloß gucken, weil wir haben hinten raus Kinderprogramm, das war da, also das wollte ich gestern nochmal schnell einflechten.
dass die Richtung nicht absackt. Aber eigentlich hast du uns überhaupt noch nicht gefragt, wie es uns geht. Nö. Mach ich auch nicht. Ah, okay. Dann ist okay. Weil ich gehe davon aus, wer hierher kommt, den geht das erstmal so weit gut, dass er es bis hierher geschafft hat und Lust hat, hier aufzutreten, finde ich also schon mal super. Also das erstmal schon mal ein Riesendank, dass ihr diesen weiten Weg also hier auf euch genommen habt und hier mir zu Fragen und Antwort steht. Aber was ist jetzt so euer zukünftiger Plan? Also abgesehen von Studio und so weiter, irgendwann ist das alles vorbei, ist euer Plan dann richtig raus? Große Mucken, kleine Mucken? Weltherrschaft. Mhm. Ich übernehme dann mal an der Stelle. Die Frage war jetzt. Einfach um das Niveau ein bisschen zu heben. Dankeschön. Willkommen auf der MS-Niveau, wir sinken. Ja, geplant ist natürlich, wir arbeiten nicht umsonst an einem Soloalbum für die Band und einem Soloalbum für mich. Ja. Das soll natürlich auf die Bühnen transportiert werden, so wie wir es ja vorher auch schon gemacht haben. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wir diese Sendung machen, die wir dann höchstwahrscheinlich auch vor Live-Publikum bringen werden. Ja. Das heißt, da haben wir dann wieder einen Programmpunkt mehr. Dann ist uns aufgefallen, dass wir komödiantisch doch leichtes Talent haben könnten, was wir eventuell mit einflechten in diese ganze Geschichte. Also, wie gesagt, sobald wir wieder dürfen, ist keine Bühne mehr sicher. Und ja, eigene Songs ist klar, aber wie habt ihr das jetzt finanziell eigentlich geschafft, über diese Zeit bis hier hinzukommen? Fahrt ihr Pakete aus oder? Nö, man hat über die Zeit dann tatsächlich ein Polster aufgebaut, okay. Was natürlich so gut wie aufgezehrt ist. Ja. Deshalb hofft man ja jede Woche, dass es irgendwann mal wieder losgeht. Ja, ansonsten, du machst ja deine Musikschule, genau. Die kannst du ja online machen. Genau, ich muss dazu sagen, die Idee, eine Musikschule rein online zu führen, die kam ja schon deutlich vor Corona. Ja. Und da habe ich natürlich jetzt Zulauf, weil ich vorbereitet war. Ja, ne? Ja. Das ist der Punkt. Und ich selber habe ein Musikstudium abgeschlossen, online. Und also am Berklee College of Music, das ist halt in Amerika und da haben wir jeden Tag hinfahren, doch ein bisschen zu weit. Ja, ist klar. Und habe gesehen, das funktioniert. Ja. Auch eine Mediengestalter-Ausbildung habe ich online gemacht. Cool. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, das muss doch so funktionieren. Und ja, es funktioniert. Ich war halt vorbereitet, hatte ich Glück, die richtige Idee zur richtigen Zeit zu haben. Naja, online. Wir haben ja alle gelernt, online zu leben irgendwie, online einzukaufen. Und es gibt ein paar Dinge, aber die online einfach doof sind. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir euch dann hier wiedersehen, wenn wir hier nämlich auch rausgehen. Wir wollen das nämlich dann auch draußen und live machen. Und wir wollen natürlich im Sommer ein großes Sommerfest machen, wo dann die, die uns hier unterstützt haben, in dieser Zeit natürlich auch nochmal eine Bühne kriegen, um ein bisschen mehr zu zeigen als zwei Songs. An dieser Stelle, riesen Dank, dass ihr hier wart. Es sei denn, Michael, oder ihr habt noch irgendwas zu sagen, wo ihr sagt, das müssen die Menschen hier in Schöneich unbedingt wissen. Hast du noch eine Frage? Wissen? Eine Frage nicht. Nee, Frage nicht. Nee. Also ich werde nicht gefragt. Ich kenne ja alle Antworten. 42. Ja. Nein, ich glaube, wir müssen gar nichts weiter erwähnen. Wir machen ja dann Werbung für unsere Sachen, wenn sie fertig sind. Genau. Außer, dass es unsere Songs natürlich auf gängigen Download-Portalen gibt, oder? Und deine und meine. Ja. Und darfst du gerne erwähnen? Ja, na klar. Ja, auf allen gängigen Download-Portalen findet man unsere Musik. Und der Mike hat jetzt gerade ein brandneues Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht mit dem Titel Would You Please? Genau. Und dein Videokanal heißt wie? Sag's nochmal. Michael O'Connor Kelly. So wie ich auf der Bühne heiße. Genau. Okay. Super, dann sage ich hier riesen Dank. Bis dahin, dass ihr heute hier wart und bedanke mich jetzt hier und wir werden den nächsten Gast hier bitten. Dein Mikrofon gibst du einfach mir oder legst mir das hier hin, weil wir haben den nächsten Gast jetzt hier und das ist unser besonderer Schöneicher. Danke. Dankeschön. Bis dahin. So, bevor wir natürlich den besonderen Gast hier haben, also wir haben... So, jetzt ist das alles safe. Jetzt kannst du zu mir kommen. Wir haben den Joachim Tiltsch. Joachim Tiltsch. So, der ein oder andere, ja, nimm dir das Mikro einfach mal. Die ein oder andere hat schon gesehen. Hallo. Hat jetzt hier gesehen, was hier schon ein bisschen aufgebaut ist. Also wir haben uns mal ein wenig mehr um die Rückwände gekümmert. Also wir haben natürlich nicht mehr die weiße Rückwand. Das Logo ist noch nicht ganz fertig. Und wir haben... jetzt hier von dir Werke. Das heißt also, du bist also nicht nur ein interessanter Schöneicher, sondern du bist was? Was? Also ich bin, also erstmal hallo allen nochmal. Ich bin Urschöneicher. Ja. Ich bin in Schöneiche geboren, womit ich eine relative Seltenheit bin. Und das war noch mit Hebamme. Und
Danach ist die auch in Rente gegangen. Okay, nach dir ist die in Rente gegangen. Ja. Oh, warte, das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja, oh, feier, ja. Oh, feier, oh, nee, feier. Aber wie gesagt, also, na, weil dann sollte das auch nicht mehr so sein. Also okay. Dann sollte er besser in Rüdersdorf, ja. Weil auch die Möglichkeiten da besser waren. Ja. Und dann war das so, zu DDR-Zeiten eigentlich kaum noch eine Hausgeburt. So. Aha, deswegen okay. Ist es eine relative Seltenheit. Okay. So, aber damit bin ich also einer der wenigen gebürtigen Schöneicher. Okay. Ja. Also, ich lese mal einen Satz vor, weil den will ich so vorlesen, wie er auf deiner Webseite steht, der dich ein bisschen beschreibt. Joachim Tilsch, ein impressionistisches Spiel mit Licht, Farbe und Kontrasten kennzeichnet die Malerei von Joachim Tilsch. Atmosphären entstehen wie Bruchstücke von Erinnerung. Es sind Befindlichkeiten oder Dispositionen einer Gesellschaft, mit denen Tilsch den Betrachter zur Reflexion bewegt. Ist es das, was dich ausmacht? Oder würdest du sagen, das hat sich inzwischen geändert? Oder also auch dieser gesellschaftliche Aspekt, den finde ich ja sehr spannend. Nee, das hat sich grundsätzlich nicht eigentlich geändert. Es ist natürlich immer schwer, also eine Persönlichkeit in zwei Sätzen zusammenzufassen. Genau, ja. Aber was die Malerei betrifft oder so, war das schon immer so meine Option. Also ich bin ja bekannt hier in Schöneiche vor allen Dingen als Landschaftsmaler. So. Okay, ja, und das ist aber, sehen. Genau. So, ja. Und das ist aber irgendwie natürlich nur ein Teil dessen. Ja. Weil das hat eben für die Kalender, die ich ja seit Jahren mache, hat ja. Das ja immer eine große Bedeutung. Also ist es Landschaft. Und das, dein Herangehen, ist auch meins. Also ich möchte positiv. Genau. Mit dem Positiven durchaus auch verbinden, dass es natürlich Dinge gibt, die zu verbessern sind oder die zu überdenken sind. Das wäre ja erstmal genau. Schon der erste Ansatz. Ja. Wenn man ja nie denkt, dann richtig. Kommt man richtig. Auch auf nichts. Und, aber eben das Gute, das Positive nicht zu übersehen. Ja, ja genau. Und nicht alle immer nur schlecht reden und mies machen oder ja, so. Ja, also ja. Egal, wie die Bedingungen sind oder so. Und in dem Sinne eben auch, klar, gesellschaftliche Fragen oder so einfließen zu lassen. Ja, ja. Und da könnte ich jetzt mal zu dem Bild, warum ich dieses mitgebracht ja, habe. Ja, genau. Und zwar, dieses nennt sich ideale brandenburgische Landschaft. Okay. Ideale brandenburgische Landschaft, weil eigentlich ist Brandenburg mehr oder weniger Sumpfgebiet gewesen. Mhm. So, und ich habe das erlebt, also zu meiner Schulzeit, neben der Schlosskirche, die Wiesen, ja. Die waren, eigentlich den ganzen Winter waren die leicht überschwemmt. Ja. So, und wir haben auf diesen Wiesen haben wir Eishockey gespielt. Die Winter waren auch noch ein bisschen okay. Kälter. Ja. So, da waren dann immer so die Grasbüschel, die haben wir dann glatt gefahren. Wenn die dann glatt waren, dann hat das wieder getaut. Ja. So, und das wurde dann in 70er Jahren gab es in Schöneiche ein Amt für Melioration, so nannte sich das. Das war in Fichtenau. Mhm. Und da fing man an, diese Wiesen eben trocken zu legen. Bis dahin waren die eigentlich nur als Kuhweiden ja. Genutzt. Und die konnten nie vor Ende Mai rausgetrieben werden. Ja, ja. Ja, so. Und dann hat man die alle trocken gelegt, um das landwirtschaftlich nutzen zu können. Richtig als ja. Felder. Und also das ist da diese Wiesen, wo jetzt immer die Pferde da drauf stehen. Ne? Und das hat man aber nicht nur in Schöneiche gemacht bis vor Ohlsdorf, sondern das geht ja runter. Angefangen hat das mit einem alten Fritz, der das Oderbruch trocken gelegt hat. Und ja. So, genau aus denselben Gründen. Und jetzt ist es eben so, dass, also hier habe ich also jetzt mal so diesen Sumpfcharakter mit so kleinen Flüssen und so, was eigentlich die typische brandenburgische Landschaft war. Und damit hätte Brandenburg auch natürlich Riesenreserven an Wasser, ja. Auch mal für zwei warme Sommer. Ja. So, und jetzt ist es aber eben so, dass wir diese alles, wie gesagt, trockengelegt haben. Und nun kommen zwei warme Sommer und dann wird eben intensiv rumgeheult, dass wir kein Wasser mehr haben. Ja. Zum Beispiel in unserem Vlies. Ah, ja. So, und ich habe das jetzt auch mitgebracht, weil gerade ist auch eine Diskussion in der Gemeinde. Da gibt es Petitionen, also ob Fredersdorf zu viel Wasser absperrt. Ja, 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 ja. Und genau genommen streiten wir um die Reste. Genau, ja, ja? Ist so. So, weil mir hat mal Matthias Platzig gesagt,
dass, also den kenne ich von früher so ein bisschen und so, dass die Fließgeschwindigkeit der Oder sich, seitdem der alte Fritz das da alles verändert hat oder verändern hat lassen, ja, dass die sich verachtfacht hat. Ja. Das heißt aber nichts weiter, als dass die achtfache Menge abfließt. Genau, so, so ist es. Und wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass wir alle 14 Tage einen schönen Landregen haben, damit das immer alles schön gleichmäßig befeuchtet wird. Und dann ist es eben auch so, diese Gräben, die also zur Entwässerung sind, die werden dann beispielsweise auch noch regelmäßig entkrautet. So, und dann wird das alles abgehackt. Damit es wieder schön aussieht und schnell fließt. Und schnell fließt. Und diese Melioration besagte eigentlich, dass eben da waren auch Wehre dazwischen gebaut, dass man das regeln kann. Ja, ja. Diese Wehre, die waren alle in der Obhut der LPGen. Die sind aufgelöst worden. Ja. Die Einzellandwirte fühlen sich dafür jetzt nicht mehr verantwortlich und so sind die eigentlich in der Regel verkommen. Und damit ist eine Regelung eigentlich ja nicht mehr möglich. Aber es ist nur noch Abfluss. Du hast ein tolles Bild gemalt, jedenfalls, so wie es schönerweise aussehen sollte und könnte. Ja. Das hast du aber irgendwo gemalt oder ist das jetzt eine Fantasie? Nein, und zwar gibt's also diese Stelle noch. Naja, also erstens ist es ständig im Wandel. Okay, na klar, gut, so. Okay. Und an alle meine Bilder fließt auch natürlich ein Stück weit Fantasie ein. Na, das wäre so. Wär schade. Hauptsächlich bin ich verpflichtet meinem Bild, nicht der lokalen Situation. Nee, also ob da nun jetzt die Seerose gerade da war, das würde ich nicht verbürgen. Nein, okay. Nee, das war auch nicht meine Frage. Es ist ja nur, weil wir ja ein bisschen auch Hoffnung haben wollen, ein bisschen nach vorne gucken, wenn es hier und da vielleicht sowas noch gibt. Und dein Ansatz der ist, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen und dass vielleicht in diese Richtung mehr gemacht wird. Aber ich muss jetzt ein bisschen drängeln, weil wir könnten natürlich jetzt darüber ganz, ganz viel erzählen, weil wir schaffen das sonst. Jetzt müssen wir mal extra, wir können dich ja nochmal einladen, wir machen das ja oft. Aber ich wollte eigentlich ganz wichtig jetzt mal, weil die Schöneicher vielleicht, die jetzt sagen, naja, kenne ich nicht den Mann, kenne ich nicht das Bild, habe ich noch nie gesehen. Aber ich gehe mal jetzt zur Kamera vor und zeige mal was. Das kann man schon mal sehen. Das ist eins der Prospekte und Hefte aus Schöneicher, die jeder fast kennt. Und hier stehen natürlich noch mehr aus den anderen Jahren, aus anderen, auch teilweise auch aus anderen Orten, die du zeichnest. Und dann gibt es diesen wunderschönen Kalender, den möchte ich auch nochmal zeigen. Also ich habe dort Gott sei Dank einen bei uns in der Küche hängen. Also das ist also ein ganz toller Kalender. Und das sind die Malereien und Grafiken, die dich hier sozusagen für Schöneicher so spannend machen. Und deswegen kennen die meisten Schöneicher dich eigentlich mindestens von den Bildern. Das ist eigentlich auch schon ein schöner Stand, finde ich. Da kann man schon ganz schön froh sein. Aber jetzt, du hast vorhin schon gesagt, du bist also eine Hausgeburt gewesen, fand ich schon mal gut. Wie war denn so trotzdem dein Werdegang? Wolltest du schon immer Künstler, Maler werden oder hast du erst gesagt, also ich habe jetzt erstmal, weiß ich nicht, Hauswände nur angestrichen als Fassadenmaler und habe dann irgendwann gesagt, das muss so schöner sein, das ist mir zu langweilig oder wie kommt man zu sowas? Das ist, ein Stück weit ist es familiär bedingt. Meine Mutter ist ein Kriegskind gewesen und sie wollte eigentlich irgendwie gerne Klavier spielen. Das ging aber dann nicht in der Nachkriegszeit oder so und da ist nichts draus geworden oder so. Und da hatte sie sich vorgenommen, dass wenn sie Kinder haben würde, dass die auf jeden Fall die Möglichkeit haben sollten, ein Instrument zu spielen. Ah, okay. Nein, ein Instrument, das war ganz klar. Ja, okay. Diese Möglichkeit war also auch in gewisser Weise ein Zwang. Na gut, aber ist ja nur, finde ich ja noch einen ganz guten Zwang, also da kann man nicht meckern. So, und so kriegte ich also als gerade Schulkind eine Geige an den Hals, die ich nicht sehr mochte. Okay. So, also und irgendwie aber haben mich Instrumente dann das ganze Leben so begleitet. Ich war dann auch in einer komischen Oper im Kinderchor bei Walter Felsenstein. Okay. Und das, also dieses Spielen, das hat mir dann schon sehr viel mehr Spaß gemacht, aber mit den Instrumenten hatte ich mich nie so richtig angefreundet. Und irgendwann, also ich hatte dann später noch Oboe gespielt, und also jahrelang, und hab dann irgendwie mir gesagt, also das ist es nicht so. Und gemalt habe ich eigentlich also als Kind nicht überdurchschnittlich viel. Okay. Also eigentlich wie die anderen. Und aber irgendwie ging mir das gut von der Hand. So, und dann habe ich mir irgendwie mal gesagt, also das mit den Instrumenten, das will ich nicht.
und habe mir gesagt, dann muss ich das andere vielleicht ein bisschen ernsthafter mal machen. Ja, ja, ja. Und bin dann auf die Suche gegangen nach einem Zirkel. Und da ist mir nicht viel eingefallen, dann bin ich nach Weißensee gefahren. Mhm. Da wusste ich, da ist die Kunsthochschule. Ja. Und da haben die dann gesagt, also ich soll mal meine Arbeiten mitbringen, ich hatte gar keine, jedenfalls. Und sie würden sich das mal angucken, denn sie wollten einen Jugendkurs, oder hatten sie. Und so, und dann habe ich so ein paar Blätter mitgenommen und da haben sie gesagt, also ich wäre geeignet. Ja, okay, und war schön. Dann auf einmal in diesem Jugendkurs und auf einmal kriegte das also eine ganz andere Wertigkeit. Und dann bin ich so langsam auf den Weg gegangen, hatte das aber eigentlich ursprünglich ja nicht so für möglich erhalten, denn ich hatte andere gesehen und die konnten alle so meiner Meinung nach viel mehr. Ja, naja, und aber eigenartigerweise habe ich dann auch einen Studienplatz gekriegt. Cool. Und dann kam das, also habe in Dresden studiert dann, also erst in Weißensee und dann noch in Dresden. Und ja, und dann eben formte sich das erst, wobei ich eben mit meiner Gegenständlichkeit und mit meiner Auffassung oder so, eigentlich auch immer, also zu der Zeit, wo ich studiert habe, also Ende der 80er Jahre, da war eine ganz andere Kunstauffassung an für sich, so en vogue. Und die trotzdem hat sich das dann so entwickelt. Naja, das ist doch, also ich sag mal so, ich finde es ja sehr schön. Darf ich mal so eine Frage, also das ist vielleicht eine ganz blöde Frage, aber hast du eine Lieblingsfarbe, die du besonders gern und viel verwendest, oder hat man als Maler das nicht? Es gibt einen anderen Spruch. Die Farbe muss klingen. Aha, okay. Ja, also nicht eine Farbe an sich. Also ich kenne zum Beispiel Maler, die malen alle in Rot. Ja, ja. Oder okay. Sowas. Jetzt warte ich, das ist sowieso subjektiv. Ja, ja, sicher. So. Aber ich also bin eigentlich mehr für das Ausspielen der Farben, die Kontraste, dass sie Leben und Klingen. Okay. Das ist eigentlich so meine Grundoption. Also du hast ja schon tolle Geschichten jetzt erzählt. Jetzt, also da bleibt für mich jetzt erstmal noch eine ganz wichtige Frage, so zum Ende jetzt. Gibt es eigentlich irgendetwas, also was du oder wo du sagst als Maler, also das muss ich unbedingt noch malen, das will ich unbedingt machen, weiß ich nicht, Frau Merkel nackt oder irgend sowas. Also gibt es da irgend sowas, wo du sagst, das ist es, was ich unbedingt noch machen will? Oder hast du eigentlich so, sagst du, also du nimmst, was so kommt und die Ideen, die kommen und die Kreativität, die dir einfällt zu Situationen, zu Zeiten, oder gibt es da was Besonderes? Also eher der Zweite. Okay. Leben ist Wandel. Ja, okay. Und klar. Bietet ständig. Also wir sehen das jetzt, das hätten wir vor 2 Jahren nicht gedacht, dass wir eben wieder so quasi wie Umbrüche erleben. Ich hatte das auch in keiner Weise gedacht, dass die DDR also plötzlich und unerwartet geseliert Ende nimmt. Ja, dass es Veränderung geben würde, vielleicht schon, aber eben nicht. Deswegen, da ist auch das zweite Bild, was ich hier habe, das ist eben die sogenannte Ostmadonna. Ja. Und da sieht man also, dass sie irgendwie irgendwas verändern will, aber so wie sie eben jetzt hier steht, ist sie also weder in der Lage noch gewillt, diese Mauer, zu durchbrechen oder so. Und das zeigt aber eben auch, also Veränderung anstreben ist gut, aber dann muss man auch ein Konzept haben, wo es dann hingehen soll. Richtig. Und das ist genau jetzt, was ich jetzt eben auch so spüre, und da nehme ich auch meine Inspiration eigentlich so her. Ja. Eben Dinge, eben also Befindlichkeiten, also wie es eben in dem Satz so geschrieben ist, gesellschaftliche Befindlichkeiten eben zu reflektieren. Ich finde, dass die Kunst auch eine wichtige Aufgabe hat. Man lässt heute praktisch die Politik mehr oder weniger mit der Gestaltung von Gesellschaft ziemlich allein. Ganz schlimm. So. Es wird über alles gemeckert, aber konstruktive Beiträge, beispielsweise auch die Kunst, also wo sieht man denn jetzt nochmal was, also vieles ist Dekoration. Ja. Ja, nicht alles muss auch den Anspruch erfüllen, also gesellschaftlich relevante Themen zu bearbeiten. Ja. Aber sie hat sich so weit zurückgezogen, die eben Kunst, und ergeht sich in Formfragen oftmals. Wer erarbeitet denn eigentlich heute Visionen und Konzepte dafür? Wir spüren alle, es ist etliches ausgelutscht, es ist ausgereizt. Ja. So. Aber
wo sind die Konzepte, wo wir denn eigentlich hinwollen? Ja. Wer stellt denn wirklich die Sinnfrage? Ja, na, also gesellschaftlich sehen wir ja seit Jahren, also dass es gesellschaftlich keine Visionen gibt. Also das ist ja das, weshalb wir alle so kranken. Also, ja, und rumeiern. Und rumeiern. Also das ist natürlich klar. Und wir haben natürlich auch die Frage der Kunst, wird natürlich überhaupt nicht in diesem Umfang oder in dieser Größenordnung, die eigentlich nötig wäre, erfasst. Also dass Kunst und Kultur eigentlich auch Bildung ist und dass damit eigentlich wir uns damit auch irgendwo definieren. Also ich sag mal, also Kunst ist eigentlich das mitunter, was bleibt. Also ob nun in den Jahren die und die Partei irgendwo irgendwas entschieden hat, das ist also völlig Bockwurst, sondern entscheidend ist, wie hat die Kunst das reflektiert und so weiter. Und deswegen gibt es ja auch eine tolle Initiative, die will ich jetzt hier mal schnell noch erzählen, dass es die gibt. Kultur ins Grundgesetz, kann ich nur sagen, eine tolle Petition, unterstütze ich sehr, ganz viele Menschen und Künstler und Kulturschaffende, die da dran arbeiten. Aber das sollte jetzt so ein bisschen mein Schluss sein. Ich denke, wir sehen uns hier einfach nochmal wieder, weil es ist so spannend zu sehen, was du machst und vielleicht, eine Frage doch habe ich noch. Eine habe ich noch, die ist mir ganz wichtig. Wenn ich das so sehe, du malst, was dir einfällt, worauf du Lust hast, kann ich auch zu dir kommen und sagen, du, ich hätte von dir gerne, dass du mir ein Porträt malst, weil ich möchte ja unbedingt vorne am Rathaus einen großen. Sowas machst du auch? Also habe ich schon viel gemacht, ja. Okay. Also, sowohl als auch. Okay. Ja, aber also, das ist mein Berufsethos, dass man sich eben auch Aufgaben stellen muss. Und Porträts habe ich gerade im letzten Jahr, also drei gemalt. Genau. Ja, also ganz unterschiedlich so. Nee, ich sehe mich auch nicht so irgendwie außerhalb oder überhalb oder sonst wie der Gesellschaft, sondern als Teil und auch als Teil als Handwerker. Ja, das sieht man ja. Also, dass du Teil dieser Gesellschaft bist und dieses Ortes, das haben wir ja eindeutig nachgewiesen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, wünsche alles Gute. Wir lassen die bitte bis zum Schluss heute hier stehen, die Bilder. Du bleibst nur, wenn ich noch einen Kaffee kriege. Du kriegst hier auch noch einen Kaffee, natürlich. Kaffee ist bestellt, super. Da muss ich auch gleich nochmal danke bei dem Kollegen hier, der immer nicht genannt werden möchte, der uns hier damit auch gut versorgt. Ja. In dem Sinne, lieben Dank. Ja. Vielen Dank. Mikro kannst du bei mir lassen, wunderbar. Das brauche ich dann für den nächsten. So, Neues aus dem Rathaus ist unsere Rubrik jetzt. Dann natürlich wieder lieben Dank ans Rathaus, gar keine Frage. Die Frau Paarborn hat mit mir wieder toll telefoniert und diesmal ist die Bitte zum einen die Ausschreibung bzw. die Vorschläge, dass Sie zu Hause in Schöneiche Vorschläge machen können für auszuzeichnende Ehrenamtler. Also Menschen, die irgendwie irgendwas Tolles, ehrenamtlich in dem Ort machen, für den Ort machen, für die Menschen machen, die können werden ausgezeichnet und dazu braucht natürlich das Amt Vorschläge. Und diese schriftlichen sollte man schriftlich vorschlagen, mit einer Begründung, Grund der Auszeichnung und mit Angabe natürlich Namen und Vornamen, Geburtsdatum, Anschriften sollten spätestens bis zum 30.04. in der Gemeindevertretung bei Frau Eberlein in der Dorfnummer 1 im Rathaus natürlich abgegeben werden. Die Information, wo es genau hinkommt, also da kann man sich in Schöneiche auf die Webseite einfach mal verirren und dann findet man dort die entsprechenden Informationen. Aber wir haben natürlich noch was anderes Wichtiges aus dem Ort und zwar betrifft es hier unseren Gastgeber Germania Schöneiche, Germania 90 Schöneiche. Die haben natürlich was ganz Tolles vorbereitet und zwar gibt es wieder das Germania Feriencamp für die Fußballer. Und zwar vom 29.03. bis zum 1.04. Und hier geht es darum, um Kinder, die so aus den Altersgruppen von 2015 bis 2008 hier gern in den Ferien ein Camp machen wollen. Und das Ganze kostet 95 Euro, wird natürlich, falls aus den bestehenden Bedingungen, die wir jetzt, in denen wir uns jetzt hier bewegen, wo immer mal was ausfällt, natürlich auch rückerstattet, bis auf vielleicht zwei, drei kleine Sachen, die Kinder dann schon bekommen haben. Aber auch da alle wichtigen Infos über die Webseite oder bei Facebook, bei Instagram, wo man Germania finden kann. Eine interessante Sache habe ich noch, das habe ich gestern gesehen, der Storch ist da. Der Storch ist da. Ja, der Storch ist schon da. Also wir können uns langsam freuen. Es wird Sommer. Es wird Frühling jetzt und ganz viel Sommer und dann wird es ganz schön.
Was mir jetzt noch ganz wichtig ist, bevor ich jetzt zur nächsten Rubrik komme, will ich noch mal schon darauf hinweisen fürs nächste Mal. Das nächste Mal wollen wir ganz wichtig das Thema Jugend, hatte ich ja letztens schon angekündigt, behandeln. Und inzwischen ist es also so, ich wollte es eigentlich nicht thematisieren, inzwischen hat es die Zeitung doch thematisiert. Das Problem liegt eigentlich nicht nur auf dem Tisch, sondern es hat uns eingeholt, dass es also in den Schulen inzwischen schlimme Dinge gibt. Und wir haben in der Nähe, also da, wo unsere Kinder eigentlich ins Gymnasium gehen, inzwischen zwei Suizide, die wir irgendwie, damit müssen wir umgehen. Und umgehen heißt für mich, dass man vielleicht zum Beispiel ein Kinder-Jugendtelefon, die Nummer würde ich jetzt hier schon mal ansagen, das ist die 116111. Das ist also, das ist anonym und kostenlos. Vielleicht wichtig, wenn Kinder und Jugendliche irgendein Problem haben. Es gibt auch für die Eltern eine Nummer, das ist die 0800 111 0550. Da geht es wirklich dann, dass man sich da Hilfe holt und beraten lassen kann. Aber wir wollen das beim nächsten Mal wirklich ein bisschen genauer beleuchten, dass also Kinder, die jetzt im Moment und Jugendliche, die hier ein bisschen gerade runterfallen bei dieser ganzen Geschichte, in der wir uns jetzt hier befinden, ein bisschen helfen, ein bisschen auffangen. Und ich kann schon mal sagen, ach, das erzähle ich jetzt nachher. Wir gehen zur nächsten Rubrik. Die nächste Rubrik beschäftigt sich eigentlich, haben wir jemanden, der sich eigentlich mit diesen Dingen auch beschäftigt, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Engagement. Und ja, das ist unser schön Eiche-Talent, sage ich mal heute, weil wir haben jemanden, kommst du auf die Seite? Wir haben jemanden und das ist der Ronald Dorau. Ich gebe dir schon mal das Mikrofon. Viele werden dich inzwischen kennen. Du bist Vorsitzender oder Leiter von dem, jetzt hoffentlich sage ich es richtig, Shotokan Club Schöneiche. Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Cool. Was ist Shotokan? Shotokan ist... die Stimme. Shotokan ist eine Stilrichtung des Karate. Also so... Ja. Also kann ich nicht, das sah jetzt so komisch aus. Karate gibt es viele verschiedene Stilrichtungen. Ah, okay. Das ist eine Sache, die weltweit praktiziert wird. Und Shotokan ist eine spezielle Richtung, die bekannt ist. Okay, und das kann man, ob jung, ob alt, oder gibt es da so Altersbegrenzungen? Nein, gibt es nicht. Es ist eine Frage der Konzentrationsfähigkeit und... der persönlichen Veranlagung und was man machen möchte. Und da gibt es also auch so Gürtel und so, was man immer so hört, gibt es also in all diesen Varianten oder? Wie Menschen so funktionieren. Ne? Also immer wieder ein kleines kleinen Erfolgserlebnis und noch ein bisschen guten Zuspruch. Und okay. Dann früher ging es mal mit 6 Gürteln los, jetzt haben wir 10 inzwischen, dass öfter mal da eine Prüfung gemacht wird. Ja. Cool. Aber du machst ja nicht nur sowas. Also du kümmerst dich also sehr viel um Kinder, auch selbst in dieser Zeit. Gehst du mit denen joggen, habe ich gehört. Aber du kümmerst dich auch um Dinge, dass Leute sich jetzt auch in dieser Zeit besser mehr bewegen. Hast du mir irgendwie eigentlich sowas Leuten hören? Ja, also die Zeit, Training in der Turnhalle war nicht möglich und habe ich halt im Internet geforscht. Ja. Was hat alles Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden des Menschen? Ja. Und Gesundheit ist ja das Thema und auch aus einem anderen Grund habe ich dann irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert der Körper und was kann ich dafür tun. Okay. Ja, also ich bin dann irgendwann mal, als das erste Enkelkind geboren worden, ne? Und habe gedacht, Opa, habe ich so eine Vorstellung, der ältere Herr, der da irgendwo im Ohrensessel sitzt und dachte ich, das passt nicht, ne? Das ist nicht mein Ding. Mhm. Und dann habe ich mir ein neues Bild geschaffen. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, also man hört das ja auch im Radio, man spricht nicht nur von der Temperatur, die draußen herrscht, sondern auch von der gefühlten Temperatur. Ja, ja, ja. Also spreche ich vom gefühlten Alter. Ja, genau, cool. Und dann habe ich irgendwann angefangen, rückwärts zu zählen. Und ich bin jetzt im Januar bei 35 angekommen. Nicht schlecht. Und das ist das, wo ich sage, was mir im Augenblick entspricht. Ja, okay. So, und jetzt ist die Frage, wie ich auch nach außen auftrete. Also ich habe Kinder,
sagen wir mal, eigentlich von dem Alter an, wo sie laufen können. Mhm. Weil da werden Geschwisterkinder mitgebracht, die 3-4-Jährigen rennen durch die Halle und ja. dann werden die Kleinen werden mitgebracht und da geht's los und dann nach oben ohne Ende. Also die Ältesten im Verein sind Mitte 70. Ja. Und dabei beobachte ich, was ist das, was am wichtigsten ist am menschlichen Körper. Mhm. Also die meisten sind drauf aus, ich will Leistung bringen, ich will stark sein und ja. dann beweisen sich das nochmal, wenn ja. sie dann die 50 überschritten haben und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Das ist es aber nicht. Nee. Sondern was bringt mir persönliches Wohlbefinden? Ja. Und insofern mache ich also auf der einen Seite Karate, macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, Studium, alles Mögliche. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist Karate. Okay. Und ich sage mal inzwischen Körperbewegung. Und also was hat Einfluss? Und wir denken dann an Muskeln und an Rennen und an Schnellkraft. Und das sind die Sachen, die aber ziemlich schnell verloren gehen. Mhm. Was hat mehr Einfluss oder ist länger abrufbar im Körper? Und darüber machen sich die meisten nicht Gedanken. Also wenn jemand bei mir im Karate-Training anfängt, sagen wir mal 50 oder 60 Jahre schon, die auch körperlich fit sind, was am meisten fehlt, ist Beweglichkeit und Koordination. Mhm. Und wenn Kinder nicht Koordination gelernt haben, im späteren Alter, schwierig. Ja. Und nun beschäftige ich mich da ein Leben lang mit und kann also 10.000 Varianten von detaillierter Körperbewegung zeigen, nachmachen, habe die ausprobiert und experimentiere auch damit, was am besten funktioniert. Und wie gesagt, das letzte Jahr, mich mehr mit den inneren Dingen des Körpers zu beschäftigen. Ja. Ja, und das ist also Kraft und Muskel zu haben, der gut funktioniert, ist eine tolle Sache. Und dann auch die geistigen Dinge einbeziehen. Mhm. Ja, das ist auch bei meinem Vorredner schon, er nickt mit dem Kopf. Ne? Genau das ist es, wo wir eigentlich meiner Meinung nach, oder ich denke, viele sind auf dem Trip, dass wir wirklich geistige Werte mit einbeziehen müssen, weil ansonsten ist die Gesellschaft ist sinnentleert. Genau, ja, es kann nicht nur um Geld gehen. Und was kann ich tun, um mich wohlzufühlen, um Spaß am Leben zu haben? Und wenn ich mich nicht gut in meinem Körper fühle, dann macht alles keinen Spaß. Nee, genau. So. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du was vormachen kannst. Dann hast du gesagt, ja. Machst du uns was vor? Also ich meine jetzt, was vorführen, nicht uns was vormachen. Ich will mal noch, mache ich gleich. Okay. Wenn ich noch zwei Minuten Zeit habe. Ich habe da gerade eine Idee. Ich will darauf hinaus ein bisschen sensibler mit dem Körper umzugehen. Okay. Die meisten sind nur auf äußere Dinge bedacht und dass alles gut richtig gemacht wird, dass alles funktioniert und so weiter. Aber die inneren Dinge gehen verloren. Mhm. Ich mache mal was ganz Einfaches. Du hast jetzt in der rechten Hand das Mikro. Ja. Und wahrscheinlich ist die rechte Hand mehr bewusst als die linke. Ja. Sehr so. Gut. Also ich habe ganz bewusst das Mikro in die linke Hand genommen, weil es ist gut, öfter mal Gewohnheiten zu wechseln. Mhm. Ich habe also irgendwann mal angefangen, mir die Zähne mit der linken Hand zu putzen. Okay. Und so kann man viele neue Dinge immer wieder im Leben integrieren. Und wenn ich sage, während wir uns jetzt unterhalten, gehst du mal mit deinem Bewusstsein, könnten ja die Zuschauer vielleicht auch machen, in die linke Hand. Mhm. Also einfach die linke Hand bewusst machen. Bewusst fühlen die linke Hand. So, und dabei bleiben, obwohl wir uns unterhalten. Mhm. Schwierig. Warum? Ja. Gewohnheit. Gewohnheit, ja. Genau. So, also wie kann man Gewohnheiten verändern? Da geht's los. Klar. Ja, einfach
mal, ja, zum Beispiel, weiter in der linken Hand bleiben. Mhm. Ne? So, und irgendwann nach einer gewissen Zeit merkt man, dass die linke Hand, wenn ich mein Bewusstsein dorthin gelenkt habe, dass ich die besser wahrnehme. Mhm. Und das ist der Schlüssel, wo ich mein Bewusstsein hinlenke, da ist meine Energie. Mhm. Okay. Und so kann ich an jede Stelle im Körper mein Bewusstsein lenken. Eine hochinteressante Sache, die erzählt dir so gut wie keiner. Mhm. Da hast du Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden und eigentlich auf alles. Mhm. Ja? So, und aus dem heraus mache ich also mein Karate. Na, Karate, ich unterscheide mal, einerseits Karate, da geht es so ein bisschen härter zu und Faust und stark und mhm. wie wird die Faust gespannt und wie wird der Arm gespannt und eben ein bisschen mehr so das Kämpferische. Ja. Und dann habe ich vor langer Zeit Tai Chi kennengelernt und da geht es ganz weich, flüssig, beweglich, mhm. so sanfte okay. Bewegungen. Ja, ja. Und dann bin ich zur Bewegung gekommen, Körper und Geist zusammenzubringen, also mit Atmung und Bewusstsein im Körper, wo ich meine Energie oder mein Bewusstsein hinlenke. Cool. Nochmal zur Hand, hast du die ganze Zeit die linke Hand im Bewusstsein? Ja. Ja, super. Und merkst du einen Unterschied? Ja. Deutlich, ne? Absolut. Also es ist total, wirklich sehr spannend. Also, total spannend, ja. Also ich denke mal, das ist eine Geschichte, die werden wir vielleicht auch nochmal anders nochmal, ja, vielleicht fällt uns da nochmal zusammen was ein, was man vielleicht machen kann, dass wir vielleicht so eine Übung hier noch propagieren, ja. Weil das interessiert mich schon und ich finde es auch total interessant. Aber ich muss leider, ich gucke auf meine Uhr und bin erschrocken schon wieder, wie spät es ist, ich kriege schon wieder Zeichen. Ja, na unbedingt. Ohne Bewegung geht's jetzt gar nicht. Du musst dir den Platz suchen. Ich hoffe, du bist gut im Blick. Und ja. Also ich fange mal mit Karate an. Ein bisschen mehr Spannung, richtig, wie die Faust gespannt wird, wie die Kraft. Ich halte sie hin. Okay, also das hat mit Anspannung, mit Schnelligkeit, mit Stärke zu tun. Zeige ich ganz kurz was. Danach Tai Chi. Fließende, leichte Bewegungen und dann Qigong, Atmung und Bewegung zusammenbringen. Okay. Ich mache es ganz kurz. Super. Gut, also die richtige Faust spannen, ne? Atmung zusammen natürlich und dann eine einfache, ich mache mal langsam, ein bisschen wach werden. Ne? Langsam, Bewegung, Fuß hoch und runter. Ne? Diese Bewegung. Oder zur Seite, zack, zack. Ja, ich mache gerne die Hände auf, obwohl im Karate mehr zu. Ich mache gerne die Hände auf, im Karate ist mehr die Hände zu, aber da ist noch ein bisschen detaillierter. Okay, ja, also diese Bewegung, ne? Faust, Bein, Faust zur Seite, zack, außen, rein. Karate, eine Bewegung. Jetzt Tai Chi. Fließend langsam. Atmung. Sanfte Bewegung. Ja. Na, einatmen. Zur Seite ausatmen. Auch noch der kämpferische Aspekt drin. Jetzt mehr für Gesundheit, inneres Wohlbefinden. Die Hände stemmen den Himmel. Frage, wo beginnt der Himmel? Ha? Ja. Wo beginnt der? Hier. Okay. Mit den Füßen berühren wir die Erde, mit dem Kopf den Himmel. Alleine diese Dimension, sich das vorzustellen, die Größe des Menschen, völlig anders. Okay, die Hände stemmen den Himmel. Ja, dort schon
Atmung und Bewegung zusammenbringen. In der tiefen Stellung. Mit Pfeil und Bogen den Adler abschießen. Natürlich wird der Adler nicht wirklich abgeschossen, sondern es ist eher die Frage, wo bringe ich meine Konzentration hin? Ja, und so ist das Zusammenspiel von Atmung, Körper, ja. Bewusstsein. Und für mich liegt darin eben die Gesundheit. Und ich glaube, ich bin seit 30 Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen. Also Hut ab. Ja. Nee, also dass das alles gut zusammengehört und spannend auch für den Körper ist, das ist eigentlich den meisten klar. Aber dann es zu machen, ist immer der nächste, ist ein weiterer Schritt, der sicherlich nicht so einfach ist. Aber dafür warst du heute hier, hast uns ein bisschen was gezeigt. Ich denke, wir werden das genau wie das andere nochmal wiederholen müssen. Vielleicht, wenn wir es draußen machen können und vielleicht dann mit einer Kindergruppe oder mit einer Jugendgruppe oder selbst mit Senioren, die du dabei haben kannst. Also du bist herzlich hier wieder eingeladen. Wir freuen uns. Auf alle Fälle habe ich dir versprochen, da unsere Talente immer noch ein bisschen sich zögerlich sind, brauche ich also Leute, die so wie du sagen, okay, ich führe jetzt was vor, das war jetzt unser Talent und damit hast du eigentlich für das Sommerfest, für dich und ein paar Freunde, Kollegen, Kinder, eine Gruppe, wie du das gerne möchtest, auch den Platz gewonnen, auf dieser Bühne mit aufzutreten und das alles vorzuführen. Also da freuen wir uns schon riesig drauf und ich muss ein bisschen drängeln, weil wir heute wieder... Naja, ich habe mich schon wieder verquatscht, aber es ist einfach total spannend alles auch. Ne? 10 Sekunden noch. Na los. Nicht, dass alle denken, es ist schwierig, dauert ewig lange. Man kann mit ganz kleinen Dingen anfangen. Einfach nur einen Augenblick stehen, die Hand auf den Körper legen, durchatmen. Damit kann man beginnen. Das muss nicht riesengroß, ihr müsst keiner Karate können, sonst irgendwas. Es geht einfach darum, zu sich selber wieder zu finden. Allgemeine Wohlbefinden stärken. Genau. Und das ist in dieser Zeit, glaube ich, besonders wichtig. Jawohl. Wo alle nur gestresst sind, mal runterkommen, zur Ruhe kommen. Deswegen, lieben Dank, dass du heute hier warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal unbedingt. Wir sind jetzt also angefixt und wollen mehr. Danke. Ja, wenn Sie den Applaus hier hören, denken Sie natürlich, hier ist riesenvoll, aber das sind die Kollegen, die hier aufgetreten sind oder die an der Technik hier bei uns mitarbeiten und um hintereinander wegzuarbeiten. Jetzt haben wir den nächsten Kollegen, wir haben den Unternehmer, den Schöneicher-Unternehmer heute hier und wir haben jemanden gefunden, das ist der Kai Krause, der jetzt mal noch einen Aufsteller nach vorne, jetzt mal gucken, dass er hier auch überall vorbeikommt. Warte mal. Nö, das stellen wir davor. Guck mal, so, ach, wir haben das jetzt hier ein bisschen verstellt, okay. Stellst du das hier, hier hin eins? Ja, vielleicht kriegen wir das, müssen wir uns aufpassen, hier kommen wir nicht durch. Wir nehmen das hier ein bisschen noch rein. Ja, wir stellen das hier ein bisschen vor. Wir haben das ja jetzt, so, guck mal, ich stelle das hier rüber. Guck mal, wir stellen jetzt die Bilder ein bisschen zu, das ist nicht schlimm, die haben wir schon gesehen. Und wer da Interesse hat, so. Guck mal, ich gebe dir auch schon mal dein Mikro. Warte mal, das sprüht noch mal ein bisschen, dass wir hier auch keinen Stress haben. Bitteschön. So, Kai ist Krause, Bürotechnik Krause. Ja, schön, dass du da bist, dass das so geklappt hat. Eine Firma in Schöneiche, also hier wirklich in Schöneiche. Also du sitzt, damit die Leute das auch gleich wissen, in der Werner-Siemens-Straße 1. Das ist also in dem Gewerbegebiet, in dem Gewerbepark. Und ja, ich denke, du erzählst ein bisschen von dir ganz kurz, nicht so lang, aber doch wichtig, weil ich habe irgendwie gelesen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, Familienbetrieb, richtig? Ja, erstmal schönen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass ich diese Chance kriege, zwischen so spannenden Sachen wie Elvis und Karate dann so einen trockenen Themen wie Drucktechnik sprechen zu dürfen. Also ihr hört dazu. Versuchen das mal ein bisschen lustig zu machen. Wir sind tatsächlich ein Schöneicher Unternehmen, eins der älteren, 1946. 46 habe ich gelesen. Ja, sind wir gegründet, ich selber nicht, zum Glück, sondern mein Opa, dann mein Vater später.
Und wir haben, ja, wir beschäftigen uns mit Drucktechnik. Wir machen Kopierer und Drucker. Ja. Und sind wirklich ein Familienbetrieb. 10 Mitarbeiter im Gewerbegebiet Nord, vorne hast du schon gesagt, beim B1 Sportzentrum, das wissen die, damit wissen die meisten mehr was anzufangen. Genau. Und wir sind Werksvertretung für die Produkte Sharp, die Japaner wie immer, oder Brother, das sind unsere Brands, die wir machen. Ja, zu unserer History, das ist nicht ganz unspannend. Wir haben wirklich mal angefangen mit Dynamo-Taschenlampen nach dem Krieg oder irgendwelche Pfannkuchen-Einspritzmaschinen, womit man den... Pfannkuchen-Einspritzmaschinen? Die Marmelade in den Pfannkuchen kriegt. Ja, das wäre ja für letzte Woche spannend gewesen. Fiel mir auf der Herdfahrt noch ein. Ich wechsle immer schön die Hände, ja, du bist für den Karate-Trainer. Ja, genau. Vorbildlich. Gut aufgepasst. Fiel mir auf der Herfahrt noch ein und wir haben meinem Vater dann später in den 70er Jahren auch bei der Komischen Oper, da muss ich Bezug drauf nehmen, die Türklinken gebaut. Die sind tatsächlich von aus Schöneiche von der Firma Krause. Nee. Und später im Palast der Republik, manche kennen den vielleicht noch. Oh ja. Sind diese Lampen da oben gewesen, diese Alu-Gebilde, nenne ich es jetzt mal. Die sind auch zum Großteil, nicht alle, aber über eine Leipziger Firma gemacht worden, für die wir... Ich war Kind, also mein Vater, diese Teile hergestellt hat, die sind tatsächlich aus Schöneiche gekommen. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt habe ich die traurige Aufgabe in den 19 mit langweiligen Kopierern diese Tradition aufrechtzuerhalten. Ja, okay. Ja, aber ich meine, ihr wart trotzdem in der DDR auch selbstständig noch, ne? Also es ist nicht, ihr seid kein VEB gewesen, oder? Beziehungen sind alle, nee, wir waren kein VEB, wir waren eine der 3-4 Firmen in Schöneiche mit, verbessere mich, Grieche, Dörr vielleicht noch, Werner, ganz wichtig, genau, Herr Werner, Gaswasser, die irgendwie... da sein durften. Mein Vater hat mal eine lustige Geschichte erzählt, ich verbürge mich nicht dafür, dass es stimmt. Irgendein Bürgermeister hatte mal ein künstliches Bein oder ein künstliches Kniegelenk und der kam dann immer zu meinem Opa oder zu meinem Vater und musste immer nachgestellt werden, ein bisschen geölt werden und so hat man dann eine Chance auch als Unternehmer im Sozialismus dranbleiben zu dürfen. Ja, ja, aber manchmal ist es genau das. Ich kann es nicht bezeugen, ich war Kind zu der Zeit oder noch ja nicht ach, da. Das ist egal, wir nehmen das jetzt so hin, weil es hört sich gut an und das passt gut in die Zeit, finde ich. Dadurch, weil du sagst, du hast deine Eltern, also Großvater schon, dein Vater, du hattest auch keine Chance, was anderes zu machen, richtig? Oder wolltest du eigentlich was ganz anderes machen und wurdest gezwungen oder wie lief das für dich? Gezwungen wurde ich nicht, aber nach der Wende waren wir ja alle irgendwie dabei, uns zu orientieren. Ja. Und natürlich wollte ich auch mal ein Jahr lang Rockstar werden, das hat nicht ganz geklappt. Und dann habe ich diese Kopierer dann durch mein Leben gekommen und da wir ja diese Firma hatten, hat das dann irgendwie gepasst. Und ich bin selber viel draußen rumgefahren, habe Kopierer vertrieben, auch an Herrn Dorau, wir kennen uns von diesen Sachen, ich kam hier rein, habe erstmal viele Leute getroffen. Ja. So hat sich das entwickelt und dadurch ist die Firma dann größer geworden, hat man dann die Technik mit übernommen und ja, so sind wir jetzt 10 Mann. Gibt es, also ich meine, du bist ja jetzt der Geschäftsführer, hast also 10 Angestellte oder Mitarbeiter, Also du hast ja gesagt, du bist rumgefahren, hast die selber verteilt und vertrieben und gewartet vermutlich auch. Machst du das heute noch oder machst du jetzt nur noch den Geschäftsführer und leitest die anderen an? Schön, wenn so mit dem Thema Geschäftsführer assoziiert wird. Ja. Nee, ach, das war jetzt spaßig natürlich. Genau, ein bisschen Spaß muss sein, sonst ist das Thema ja viel zu richtig. Trocken. Nee, ich mache heute tatsächlich erschreckend wenig mit Kopierern und Druckern, weil ich einfach... eher mit der Planung zu tun habe, genau mit der 10 Leute heißt 10 Befindlichkeiten, da ist viel zu klären, das war mir auch nicht immer klar und ich freue mich eigentlich, wenn ich in die Technik mal eingeladen werde zu unseren Technikern, wir haben 4 Techniker mal am Freitag auf ein gutes Bier und dann mal ein bisschen auch mal wieder an so einem Kopierer schnuppern darf, das mein Berufsbild hat sich über die Jahre sehr verändert. Okay. Genau. Und was lernt man, um das zu machen? Also hast du, gibt es Kopiertechniker oder gibt es da so einen Beruf? Oder? Es gibt ein Berufsbild des Büromaschinen. Techniker oder Kommunikationstechniker auch. Heute hat es viel mit EDV auch zu tun. Ja. Die Maschinen sind ja alle irgendwie ins Netzwerk eingebunden. Also man hat ja immer einen PC an einer anderen Stelle. Und, aber den Beruf gibt es richtig, ja. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also das wie du jetzt gerade sagst, du schnupperst dann schon mal ein bisschen am Kopierer und so. Sind es die Kopierer oder die Drucker oder ist das egal? Also die Arbeit hat dir überhaupt oder macht dir überhaupt Spaß? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache? Also es ist schon Arbeit, also es gibt sicherlich Hobbys, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Kopierer mein Hobby sind, aber mir macht Spaß, weil wir ein cooles Team sind, weil wir spannende Momente haben und weil wir mit diesen Kopierern und Druckern natürlich auch in alle Firmen dieser Welt immer kommen. Also wir haben die Tontechnikfirma von Rammstein jahrelang betreut, wir haben in der Akademie der Wissenschaften mal eine Pressekonferenz mit Angela Merkel gemacht, angezogen übrigens, und Annette Schnawarm zur EU-Erweiterung. Da haben wir dann die Drucktechnik, auch die PCs mitgemacht, also man rutscht in viele Bereiche rein, weil natürlich in jedem Büro auch irgendwo
so eine Technik steht. Ja, 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 ist klar. Das heißt also, ihr seid also nicht nur hier in Schöneicher unterwegs, sondern schon doch ganz schön global. Wir sind vom Herzen her Schöneicher, muss ich wirklich sagen, bin hier geboren. Ja. Aber wir arbeiten natürlich, also wir haben vielleicht 5% Umsatz in Schöneicher, ansonsten ist es eben Berlin, diese große Stadt da draußen, bis hinter Potsdam machen wir ganz viel, auch West-Berlin, ich liebe ja diese alten Begriffe aus Berlin. Muss man alles pflegen und wir sind viel auch am Kudamm unterwegs und da sitzen halt die reichen Rechtsanwälte mit den großen Kopierern, die uns irgendwelche bösen Briefe schreiben. Ne? Ja, genau. Muss alles gedruckt werden. Noten müssen auch gedruckt werden. Richtig. Und das heißt aber, wenn jetzt also hier in Schöneiche jetzt jemand das zuschaut und sagt, Mensch, mein Kopierer, mein Drucker ist gerade kaputt, ich habe hier so einen 60-Euro-Drucker, das ist natürlich nicht deins, richtig? Jein. Aber ich, wie gesagt, Mensch und auch Schöneicher, wenn da so irgendjemand in den Laden kommt, der jetzt nicht direkt zu unserem Kundenklientel passt, weil er eben mit einem 60-Euro-Drucker von Lidl kommt und eigentlich auch nur die Antwort haben will, dass er wieder mit gutem Bauchgefühl zu Lidl geht, dann muss man das ein bisschen kurz halten, weil wir natürlich auch Löhne zahlen müssen und ich muss die Leute irgendwie ernähren. Aber es ist grundsätzlich aus der Tiefe meines Herzens jeder Schöneicher eingeladen, bei uns auch mal vorbeizukommen. Es ist immer Zeit für ein kleines Gespräch. Wir haben eine große Ausstellung, man kann sich so einen Kopierer mal angucken, man kann sich ein Bauchgefühl entwickeln. Ja. Viele Schöneicher sind auch Firmeninhaber, haben hier in Schöneicher oder in der Umgebung irgendwo ihre Firmen. Nochmal, wir haben eine große Ausstellung, soweit ist heute nicht mehr üblich. Das zeichnet uns ein bisschen aus, da ist alles mal da. Da gibt es einen lecker Kaffee von unseren Sekretärinnen. Alle mal zum Angucken, zum Anfassen da, also die Technik, nicht die Sekretärinnen, richtig. Und dazu kann ich eigentlich nur einladen, weil mir war immer wichtig, in Schöneicher zu bleiben und deswegen sind wir durch einen völligen Zufall jetzt eigentlich das erste Haus aus Schöneicher, oder? Ja. Wenn man von der B1 kommt, eigentlich dieses riesen Helbut genau. Haus, orange, daneben. Da können wir nicht ganz mithalten, aber okay, so gleich aber daneben. Ja, genau. Gleich daneben sitzen wir, genau. Schöneicher, was findest du, was ist für dich eigentlich so, wo du sagst, das ist Schöneicher, das ist das Tollste hier in Schöneicher, weil so besonders in Schöneicher oder ist es einfach nur, weil du hier geboren bist, die Wurzeln auch der Familie, der Firma oder gibt es auch was, wo du sagst, also Schöneicher ist so geil, weil, Punkt. Schöneicher ist erstmal so geil, weil Menschen wie du sowas hier auf die Beine stellen. Schöneicher ist naja, an bestimmten, also. Stellen, an bestimmten Stellen etwas Besonderes. Ich bin gebürtiger Schöneicher, habe also einen wirklich anderen Blick auf Schöneicher als vielleicht die vielen, vielen Zugezogenen jetzt. Ja. Und ich finde, den Charme von Schöneicher macht aus, dass wir so ein Mix aus städtlicher Offenheit sind und trotzdem Brandenburger Ruhe, sag ich jetzt mal. Genau. Das zieht viele Familien her, aber auch Künstler verschiedenster Art, das ist das, was mich begeistert. Aha. Ich selber bin kein Schöneicher mehr, aber bin halt durch die Firma jeden Tag hier. Klar. Ich mag Schöneicher, fängt beim Namen an. Schöneicher, muss man nicht zu sagen. Damit wollte ich gerade sagen. Also schon mit schön ist schon schön, ne? Mit schön ist schon schön. Schön und Eiche. Also, und ich bin ja einer von diesen Zugezogenen ich kann sagen, also für mich war das Erste, muss ich immer wieder sagen, irgendwie, als wir hier überlegt haben, herzuziehen, das Angebot da war, waren wir bei Edeka einkaufen und wirklich, wir standen an der Kasse an, da waren vielleicht 4 Leute vor uns und mit jedem wurde ein Schwatz gemacht und keiner hat gedrängelt und gequengelt und hat gesagt, ey, machen Sie mal eine neue Kasse auf. Das war nicht, es war einfach anders. Und das ist das, was ich auch genieße und es ist so eine Mischung, wie du sagst. Also hier, du kannst von Friedrichshagen mit der Straßenbahn herfahren. Welche Gemeinde hat eine Straßenbahn in Deutschland? Und du hast natürlich die große Stadt daneben und ansonsten hast du hier auch so ein Stückchen Piefigkeit, die gehört dazu, das ist Brandenburg. Ja. Ich würde Schöneicher empfehlen, nicht zu groß zu werden. Ich finde es nicht schön, dass jedes Grundstück zweimal geteilt wird, dass ich mit meinen Kopierern nicht mehr lebend über die Friedrichshagener Straße komme. Da hat sich viel verändert. Ja, ich spreche so an und das nimmt Schöneicher ein bisschen den Charme. Ja. Ist keine Kritik, ist einfach so ein... Gibt es irgendwas, wo du sagst, also abgesehen von dem, was du jetzt gesagt hast, was in Schöneicher sich verändern müsste, was sich verbessern müsste oder wo du sagst, das wäre noch so ein Ziel für Schöneicher, gibt es da irgendwas, was du noch so explizit raushauen möchtest? Nö, will ich bewusst nicht, weil alle sind immer meckern, jetzt auch in Corona-Zeiten, jeder leidet irgendwo und ich finde, man muss ja nicht leiden. Wir haben trotz aller Problematiken auch ein wunderbares Jahr gehabt, man kann in vielem auch was Positives sehen. Herr Doro hat das vorhin angesprochen, das ist immer eine Art, wie ich auf die Dinge gucke und ich bin super gerne hier, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, das veredelt meinen Sonntag, ich freue mich, dass ich den Tilch heute hier sehe mit seinen Kalendern, ich freue mich, dass ich meine Kopierer hier anspreche, ich nenne es immer Kopierer, weil ich aus dieser Zeit komme, eigentlich gibt es sowas gar nicht mehr, heute sind das Multifunktionsgeräte oder Drucker
Und ich freue mich, dass ich dir vorstellen darf, ja, dass ich da diese Chance für kriege. Sehr gerne. Also wir freuen uns auch für jeden anderen Unternehmer, der hier uns ansprechen will. Wir haben immer einen Platz für jemanden hier und wollen natürlich gemeinsam irgendwie hier uns darstellen und vorstellen und zeigen, was es alles gibt. Und war schon mal interessant zu hören, wie die Geschichte von der ganzen Firma war. Und ja, nette Kollegen, die ein bisschen auch Spaß an der Sache haben, freuen uns immer. Lieben Dank, Kai, dass du heute hier da warst und ja, bis demnächst irgendwo in diesem anderen Theater und vielleicht irgendwann auch mal wieder bei einem Bier in irgendeinem der Restaurants hier oder hier. Ich will auch schönen Dank sagen. Hier gibt es übrigens ein geiles Bauernfrühstück, wenn es hier wieder losgeht. Kann ich dir nur empfehlen. Ich will auch schönen Dank sagen und jedem schönen Eicher die Möglichkeit bieten, wenn er einen Drucker zu Hause hat und eine Frage hat, das muss nicht immer Geld kosten, kommt vorbei oder ruft uns an. Manchmal ist es nur der Tropfen Öl oder ein gutes Wort vom Techniker. Die Drucker wissen das auch, wer da mit denen redet. Manchmal kann man helfen, nutzt die Chance. Wir sind eine verhältnismäßig große Firma, die sich mit diesem Thema beschäftigt. In Schöneiche nutzt die Chance. Und wer hier eine Firma hat in Schöneiche und seine Kinder hier großzieht in diesem Dorf, auch da, wir freuen uns über jeden Kunden, der ein Büro hat, wo wir Büromöbel machen können, wo auch ein Drehstuhl mal geölt werden muss, wo der Kopierer mal klemmt. Ja. Das ist dann würde ich mich freuen, genau. Also, lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön. So, am besten da vorbeigehen, genau, das ist ja nicht. Jetzt kommen wir zu dem, was ich schon angekündigt habe im Internet, beim letzten Mal schon, wir wollen uns ja beim nächsten Mal um die Jugendlichen kümmern und diesmal wollen wir uns auch um unsere Kleinsten kümmern. Das heißt, jetzt geht es doch ein bisschen um unsere Kinder, die in dieser Zeit natürlich auch irgendwie durchkommen müssen und die sicherlich auch manchmal gar kein Verständnis dafür entwickeln können, für das alles, was passiert, weil sie, wie sollen die verstehen, was so ein Virus irgendwie sein kann oder haben kann. Und wir sind ja in Schöneiche eine wirklich kinderstarke Gemeinde. Also es ist ja nicht so, dass es hier bei uns nur 3 Kinder gibt. Also ich habe mal durchgerechnet, also wenn ich es richtig gezählt habe, haben wir in Schöneiche 8 Kitas und wir haben 2 Grundschulen. Deswegen heute im ersten Teil für unsere Kleinsten, wir werden es noch demnächst nochmal fortsetzen, haben wir uns eingeladen, ja, gute Freunde von mir, die ein Kinderprogramm haben, die hier in Schöneiche schon in den Kitas unterwegs waren, nicht in allen, aber die meisten werden sie vielleicht kennen und deshalb hier bei uns auf unserer kleinen Showbühne heute hier das Kindermusiktheater Nine Mond und Professor Knolle. Vielen lieben Dank, lieber Mario, für deine Einladung. Ach so, wir haben unser eigenes Mikrofon mitgebracht. Ich muss mal kurz fragen, ist das alles vom Ton? Alles okay? Sonst das ist okay, sagt er. Das ist okay. Also wir können uns nur dem Vorredner anschließen, dem Herrn Krause. Es ist wirklich schön hier in Schöneiche. Immer wenn wir Schöneiche hören, haben wir sofort ein Glänzen in den Augen. Nicht nur wegen dir, lieber Mario, sondern wir hier in der Kita Löwenzahn zum Beispiel die tollsten Abenteuer erleben durften. Wir durften hier, Knolle, kannst du dich erinnern, ein Regenfestival erleben. Ja, und den schönsten Sonnenschein. Dann ein Donner- und Blitzfest durften wir hier erleben. Und dann natürlich auch euer Musikfestchen, Schöneiche. Ja. Letztes Jahr waren wir auch hier zur Einschulung. Richtig. Obwohl es schon so schlimm war. Und deshalb möchte ich heute und hier die Gelegenheit mal nutzen, die Kinder in der Kita Löwenzahn zu grüßen. Und wir denken jeden Tag ein bisschen an euch und wir freuen uns, wenn wir endlich wieder mit unserem Kindermusiktheater losreisen dürfen, hier zu euch mit euch singen, tanzen und lachen dürfen. Und weil alle anderen, lieber Mario, schon so viel erzählt haben, haben der Knolle und ich uns gedacht, wir legen jetzt einfach los. Sehr schön. Auf der Couch haben wir lange genug gesessen. Nö. Wir springen jetzt auf, stellen uns auf die Füße, klopfen uns den Staub von den Schultern. Und Knolle, wie machen wir das? Wir laden jetzt alle ein zum Mittanzen. Was haltet ihr davon? Na, also hoch von der Couch, einmal durchgeschüttelt, mit den Händen gewackelt. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Die wichtigsten Übungen zeige ich dir. Na, mach mal schnell. Pass auf, es geht so. Wir laufen erstmal in den Raum hinein. Hände in die Hüfte. Und komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir. Dann wandert der Po nach hinten. Wir legen den Rückwärtsgang ein. Und es geht so. Ramba, Samba, Rucki, Zucki, tanz mit mir. Hände wieder in die Hüfte. Und vor zurück. Dann ein Knicks, Hände hoch. Da lacht der Mond, Ohren auf, Nasenbär und ein Hello. Und das, ihr lieben Zuschauer da draußen, ihr Großen und die Kleinen, das machen wir jetzt mit Musik. Und los geht's. Hoffentlich habe ich mir das gemerkt. Darf
ich bitte, kleiner Mann, streng dich einmal richtig an. Komm, wir drehen uns ganz schnell im Kreis. Uff. Darf ich bitte, kleine Frau, sieh mal an, was ich mir trau. Komm, wir drehen uns ganz schnell im Kreis. Und jetzt geht's los, pass auf. Komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir. Ramba, Samba, Rucki, Zucki, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir. Ramba, Samba, Rucki, Zucki, tanz mit mir. Hände in die Hüfte. Vor, zurück, dann ein Knicks, Hände hoch, da lacht der Mond. Ohren auf, Nasenbär und ein Hello. Hula hopp, hüpfe hoch, fang die Sterne über dir, steck den Po weit hinaus und dann Applaus. Eine Runde geht noch, wir werfen die Beine in die Luft. So. Darf ich bitten, kleine Frau, ja, ich find dich wirklich schau, halt dich fest an meiner Hand. Ganz fest. Darf ich bitten, kleiner Mann, streng dich einmal richtig an. Komm, wir drehen uns ganz schnell im Kreis. Komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir. Ramba, Samba, Rucki, Zucki, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir, komm, tanz mit mir. Ramba, Samba, Rucki, Zucki, tanz mit mir. Hände in die Hüfte. Vor, zurück, dann ein Knicks, Hände hoch, da lacht der Mond, Ohren auf, Nasenbär und ein Hello. Hula hopp, hüpfe hoch, fang die Sterne über dir, steck den Po weit hinaus und dann Applaus. Applaus. Applaus, das habt ihr gut gemacht. Oh, Professor Knolle, ja. Eine Runde und ich bin hier schon total aus dem Atem. Ja, wir sind nichts mehr gewohnt. Aber wisst ihr was, liebe Kinder, weil wir gerade ganz viel Zeit haben, waren wir für euch mal ganz kurz im Osterhasental. Ja. Ganz liebe Grüße vom Osterhasenpapa. Und ihr sollt unbedingt einen wunderschönen farbenbunten Osterstrauch schmücken. Und ich war im Osterhasental ein bisschen spazieren. Aber du, der Osterhase, ja, hast... Schaut mal, was ich da gefunden habe. Das ist das allergrößte Ei, was ich jemals gefunden habe. Und ich glaube, das ist nur für mich. Oder, Knolle? Nee. Meinst du, so ein großes Ei darf man für sich alleine behalten? Nee, ist das für mich? Ich habe auch noch 1000 Fragen im Kopf. Echt? Eins. Woher kommt das bunte Ei? Was huschte wie ein Blitz vorbei? Schau. Wer hat hier was von mir versteckt? Hoppla hopp, hoppla hopp. Ich hab ihn gleich entdeckt. Hast du nicht? Passt mal auf, das könnt ihr auch mitmachen. Wackelschwänzchen, Schnuppernase, das ist unser Osterhase. Endlich ist er wieder da, ganz genauso wie im letzten Jahr. Warum sind die Eier bunt und wieso bellt des Nachbars Hund? Wieso sind die Kinder froh? Hoppla hopp, hoppla hopp. Hier muss er sein, aber wo? Ich weiß ja, wo er ist. Wackelschwänzchen, Schnuppernase, das ist unser Osterhase. Endlich ist er wieder da, ganz genauso wie im letzten Jahr. Hier ein Ei, dort ein Ei, ach wie schnell ist es vorbei. Eier suchen macht viel Spaß, hoppla hopp, hoppla hopp, macht wirklich allen Spaß. Geldschwänzchen, Schnuppernase, ich bin hier
mir der Osterhase. Endlich bin ich wieder da, ganz genauso wie im letzten Jahr. Wo ist der kleine Wirbelwind? Vielleicht schon fort zum nächsten Kind. Eiersuchen macht viel Spaß. Hoppla hopp, hoppla hopp. Macht wirklich allen Spaß. Wackelschwänzchen, Schnuppernase, das ist unser Osterhase. Endlich ist er wieder da, ganz genauso wie im letzten Jahr. Das habe ich gut gemacht. Oh, ich darf nicht gesehen werden. Jetzt noch mal nach links, dann nach rechts und da ein Busch. Wir sagen Danke und Tschüss. Und solltet ihr das eine oder andere Lied von uns vielleicht noch mal nachsingen und mittanzen wollen, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal Mine Mond. Da findet ihr auch die beiden Lieder, die wir hier heute gerade mit euch gesungen und getanzt haben. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und lieber Mario, danke für die Einladung. Ja, also ich war heute richtig aufgeregt. Und ich muss auch fleißig die Ostereier bemalen. Ich brauche also noch mehr. Also nachdem ich das große Osterei gewonnen habe hier, habe ich ja heute richtig abgesahnt. Also ich habe ja heute Glück gehabt. Ich glaube, die Kinder da draußen würden gern mal wissen, was da drin ist. Wollen wir das vielleicht mal lüften, das Geheimnis? Ich weiß das auch nicht. Hatte noch gar keine Zeit. Ach du Schrecke, da drehen wir das einmal um. So. Oh, nein. Oh. Da hat sich doch der kleine Osterhase versteckt. Noch ein Babychen. Nicht der Osterhasenpapa ist nur mitgereist, nein, dann auch dieser kleine Wicht hier. Aber den bringen wir wieder ganz schnell zurück ins Osterhasental. Tschüss. Tschüss. Ja, also, liebe Kinder, das war doch ein tolles Programm heute hier für die Kleinsten. Und ich sage ganz lieben Dank, dass ihr heute hier vorbeigeschaut habt. Wir sagen Danke von Herzen. Das ist ja auch nur eine Stippvisite gewesen. Wir sehen uns natürlich auf alle Fälle auf beim Sommerfest dann mit dem schönen Programm, mit dem längeren Programm. Da gucken wir dann nochmal, was für ein Programm, weil müssen wir mal gucken, wann es genau sein wird. Und ich hoffe natürlich auch die Kitas, die euch jetzt hier gesehen haben. Und wenn es wieder so losgehen kann, da seid ihr natürlich auch gern wieder in den Kitas und freut euch, mit den Kindern direkt zu arbeiten, mit den Kindern Spaß zu haben, zu tanzen, zu singen. Ne? Also das wird sicherlich noch was. Da freue ich mich ganz doll. Also ganz lieben Dank an euch. Bis dahin. Wir wünschen euch. Komm, Nina. Komm, Nina. Wir müssen zur Pusteblume. Ja, wir wünschen euch mit diesem neuen Format hier in Schöneiche ganz viel Erfolg. Weil ich finde, dieses Format passt hier rein in euer Leben, in das kulturelle Leben und zu euch Menschen auch. Ja, wir sagen Tschüss. Also, lieben Dank. An dieser Stelle kann ich natürlich, weil wir haben ja natürlich mit den Kindern, müssen wir natürlich ein bisschen mehr machen, auch in Zukunft. Und ich habe es rumtelefoniert und ich weiß von vielen Kindern, dass die im letzten Sommer hier bei uns auf dem Sportplatz waren und Theo Tintenklecks erlebt haben. Und Theo Tintenklecks, das ist diese Figur hier, ich zeige es dann nochmal hier ein bisschen ins Bild. So, genau, dieser Theo Tintenklecks, der wird uns ab der nächsten oder ab der übernächsten Folge, müssen wir mal schauen, wird er den Kindern jedes Mal eine kleine Rätselfrage stellen. Das heißt also, Theo schickt uns eine Rätselfrage, die wird er uns per Video schicken und dann gibt es auch jedes Mal einen Preis zu gewinnen. Damit werden wir dann immer zum Schluss wahrscheinlich aufhören mit der Rätselfrage und dann können alle Kinder mitspielen und was gewinnen. So, was muss ich noch sagen? Wir sind eigentlich heute durch und ich gucke auf die Uhr und es ist uns gelungen, etwas kürzer zu sein, aber nicht viel. Also wir kämpfen und arbeiten dran, aber es ist auch so schön, ich möchte auch niemanden so gerne unterbrechen und sagen, Mensch, das ist jetzt nicht so spannend oder wir müssen das nächste Mal erzählen. Da müssen wir immer gucken, das ist eine schwierige Geschichte, aber wir lernen und arbeiten daran. Ganz wichtig für mich nur noch mal zum Schluss natürlich wieder Danke zu sagen an allen, die uns hier wieder helfen und die hier so zur Seite stehen. Letztens habe ich übrigens vergessen, meinen Tonmensch, mich bei dem zu bedanken. Schon ist er heute nicht gekommen. Nee, der hat heute ganz einfach seine Arbeit wieder zu machen. Und der hat mir letztes Mal nur geholfen. Der Thomas, nochmal lieben Dank in die Kamera an dich nochmal, dass ich dich letztens vergessen habe. Tut mir wirklich sehr leid.
Nur noch mal ganz kurz zum Ausblick nächste Woche. Nächste Woche wollen wir uns um die Jugend kümmern und ich hoffe, dass ganz viele Jugendliche da mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn Jugendliche auch herkommen und mit mir hier diskutieren über ihre Probleme hier in Schöneiche, wie sie sich das vorstellen, wie sie wollen, dass Schöneiche ist und wird für die jungen Leute. Wir haben Musik für junge Leute, also nicht. Also wir sind da gerade dabei. Also ich kann einen, kann ich schon erklären oder erzählen. Wir haben Cash aus Fürstenwalde. Wer schon mal nachschauen möchte, Cash ist ein Künstler, der macht so Pop-Rap oder ja, so in der Art. Und ich finde sehr, ich finde es sehr gut. Und ich hoffe, dass wir uns da vielleicht treffen können, dass auch die Jugendlichen, die 16, 15, 14-Jährigen, das so weit gut finden, dass sie sagen, okay, das können wir mittragen, da haben wir Lust drauf. Der Kollege kommt auf alle Fälle. Und wir werden uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen, haben natürlich auch wieder den interessanten Schöneicher und so weiter, den Unternehmer und so. Ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle tschüss und winke, winke, macht's gut, Nachbarn. Ach so, und meinen Namen habe ich bis jetzt auch immer nie gesagt. Also ich bin Mario Geiermann, weil letztens hat jemand gesagt, ich weiß gar nicht, wie Sie heißen. Also ich bin Mario Geiermann und wer mich trifft, kann auch zu mir du sagen, ich bin Mario. Also macht's gut, Nachbarn, tschüss.